Party Possible Podcast Donnerstag. Mein Name ist Nadine Dorau. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Ich möchte diesmal gerne mit einer Frage beginnen, die ich mir selbst letztens gestellt habe. Ich weiß nicht, kennst du Menschen, die sagen, ja, am meisten bin ich motiviert, wenn ich mich durch irgendetwas getriggert fühle. Ich glaube, es wird nicht so ausgedrückt, allerdings kann ich das stark unterschreiben. Wenn mich etwas richtig nervt, dann ist meine Motivation dahinter, das stark zu ändern und zu beeinflussen, wesentlich größer, als wenn ich erkenne, dass alles gut und richtig läuft und vernünftig. Und das in vielerlei Hinsichten. Und das wiederum bringt mich auf dieses heutige Thema, auf die Motivation hinter dem Kurs, der gerade entsteht. Viele mögen sagen, ja, was hat jetzt die Schmeckerei und Genuss überhaupt damit zu tun, dass wir über einen Kurs reden, der um ja eben nicht um das leibliche Wohl geht, sondern der mit Benimmen und Niveau und Klasse einhergeht, der erklären soll, wie man angemessen nicht nur auf Veranstaltungen agieren kann, sich präsentieren kann, sondern was überhaupt dieses Angemessen denn jetzt ist. Und ich habe das letztens, glaube ich, schon mal entweder in dieser Einführung des Kurses erklärt oder habe ich es hier im Podcast gesagt. Es ist natürlich klar, dass wenn wir mit einem Herrn essen gehen in einem Sternerestaurant mit feinster Tischwäsche, dass hier andere Regeln gelten als zum Beispiel in einem Biergarten, wo es geradezu grotesk rüberkommen würde, wenn uns der begleitende Herr uns als Dame die komplette Biertischgarnitur, also die Sitzbänke, zurechtrücken würden, wenn wir uns setzen möchten. Anders natürlich in diesem Sternerestaurant, wo das sehr wohl Sinn macht, wo es genauso grotesk ist, wenn das nämlich nicht gemacht hat. Und das ist jetzt nur ein sehr einleuchtendes Beispiel und ich glaube, diese Vereinfachheit veranschaulicht es dann auch. Das gilt natürlich für ganz viele unterschiedliche Themen. Und darum ist es mir so ein Bedürfnis mitzuteilen, weil ich das immer häufiger sehe, dass ich nicht nur junge Mädchen, junge Frauen, junge Damen nicht mehr auf jedem Parkett bewegen können und in sich auch unsicher dann sind, wenn sie sich eben dann flüssig dort bewegen sollen und flüssig im Sinne von, ich fühle mich hier wohl, ich kann den Unterhaltungen folgen und ich fühle mich hier nicht fehl am Platz. Und das passiert nicht nur gerade jungen Damen, die in die Gesellschaft eingeführt werden, sondern auch natürlich immer noch 30-jährigen, 40-jährigen, 50-jährigen, 60-jährigen Damen, nämlich immer dann, wenn wir die Gesellschaftsebenen wechseln, in denen unser normales Biotop eigentlich ist, in dem wir uns so rundum wohl und zu Hause fühlen, weil wir darin entweder aufgewachsen sind oder aber weil wir halt da unseren normalen Lebensmittelpunkt haben und führen. Und sobald wir dann eben daraus ausbrechen, sei es zu einem Galadinner oder seien es auch Menschen, die sich sonst eben nur in den höchsten Kreisen bewegen, die dann eben auf anderer Ebene, zum Beispiel im Biergarten und bitte, ne, sehr vereinfachtes Beispiel, sich ebenso unwohl fühlen können, wie jemand, der noch nie auf dem hohen Parkett ja, seine eigene Grandezza erlebte. Ja, und was da alles zugehört, das soll man überhaupt gar nicht meinen. Sicherlich und natürlich haben wir im Laufe unseres Lebens die verschiedenen Annehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten erlebt, haben auch gelernt, uns darin bewegen zu können. Und trotzdem ist es immer noch so, dass selbstverständlich die ein oder andere Situation, in denen wir uns nicht alltäglich bewegen, für uns nicht so leichtfüßig tanzen lassen, wie die Situationen, die wir immer und immer wieder erleben und natürlich auch Gesellschaften, in denen wir uns halt bewegen. Und dazu gehört eben dann nicht nur, wie geht eigentlich ein sophisticated Make-up? Da gehört nicht nur zu, wie kann ich mich an 10 cm Heels rantasten? Und da gehört auch nicht nur zu wissen, wann welche Kleidung angemessen ist, sondern da gehört auch zu, was bin ich eigentlich für ein Farbtyp? Bin ich eher ein warmer Typ oder bin ich eher ein kühler Typ? Welche Farben stehen mir dann? Ich mag aber total gern Burgunderrot. Das ist eine sehr, sehr warme Farbe. Ich bin aber ein kühler Typ. Wie kann ich das unterbrechen, damit ich es trotzdem tragen kann? Kann ich es überhaupt unterbrechen? Oder ist es immer so, dass ich niemals mehr in meinem ganzen Leben Burgunderrot anziehen darf? Und so gibt es ja die unterschiedlichsten und aussagekräftigen
subtilen Hinweise darauf, dass du Klasse besitzt, dass du Stil besitzt und dass du Niveau besitzt. Und mit diesem Niveau, wenn du die Möglichkeit hast, egal in welcher Sparte oder worüber wir gerade reden, egal ob du sagst, ich stelle mich irgendwo vor, du wirst immer diejenige sein, die gewählt wird, wenn zwei auf dem Papier gleiche Damen zum Beispiel sich vorstellen. Und das im Arbeitsumfeld. Wenn wir darüber reden, dass wir nicht in einem Anstellungsverhältnis sind, sondern zum Beispiel, dass du vor Kunden präsentieren möchtest, dass du Kunden ranziehen musst. Mal ganz ehrlich, wir müssen doch alle leben. Dann wirst du, die Klasse, Niveau und Stil hat, immer diejenige sein, die gewinnen wird. Und seist du auch teurer. Und ja, dann gehört das nämlich auch schon wieder dazu. Weißt du, dass selbstverständlich den Stil, den du in deine Leistung bringst, ebenfalls bezahlt wird. Und reden wir selbstverständlich und gerne auch davon, wie das im privaten Umfeld ist. Wenn du subtil, zurückhaltend und freundlich bist, und das nenne ich auch alles selbstverständlich, genau in diesem Zusammenhang mit einem niveauvollen Verhalten, dann wirst du immer diejenige sein, die lieber gesehen wird, die mehr eingeladen wird. Natürlich, weil du der angenehmere Mensch bist. Und sich hier auf jedem Parkett wohlfühlen zu können und switchen zu können und positiv durch Understatement, durch deine subtile Eleganz aufzufallen. Das ist das, was ich mit diesem Kurs erreichen möchte. Und der Hintergrund ist, dass ganz viele einfach nicht wissen, dass es ihnen daran fehlt. Und das ist nicht böse. Woher soll man das wissen? So, mal ganz ehrlich, wenn man sich in diesen Kreisen nicht von Kindesbein an bewegt, es wird dir in diesen Kreisen, denn das ist Knigge, wird dir niemand sagen, wenn du dich unangemessen verhältst. Und das sind Kleinigkeiten. Das sind so minimalste Ausschläge, wo du nicht dran denkst. Und man wird über dich reden. Und das ist unangenehm. Und du wirst fragen, warum bekomme ich Antworten auf mein Dasein, obwohl ich gar keine Frage gestellt habe. Und das ist mir wirklich so sehr wichtig, aufzuklären, zu erläutern. Denn es wissen viele, viele einfach nicht. Ich sage auch gerne ein Beispiel. Ich habe letztens eine Unternehmerin gesehen, eine gestandene Frau, eine gestandene Unternehmerin, die in die Kamera geht auf einem Insta-Feed. So, was soll mir das vermitteln? Die ist nicht in der Lage dazu, ihren Alltag zu meistern oder was? Wenn ich jetzt zum dritten Mal lese, sie ist so sehr müde. Was soll mir das vermitteln? Das schreckt ab. Und sie meint das nicht böse. Sie weiß es nur nicht. Und jetzt kannst du sagen, naja, okay, das ist ein bisschen hochgefasst, wenn da einmal jemand in die Kamera gähnt, würde ich jetzt nicht davon absehen, jemals ein Produkt bei ihr zu kaufen oder mich kosmetisch behandeln zu lassen. Die Aussage dahinter, nicht hinter deiner, sondern die Aussage hinter diesem Gähnen, also hinter diesem kurzen Snippet, ist jedoch, ich bin immer müde, ich bin total ausgelaugt, mein Leben ist so anstrengend, da habe ich überhaupt gar keinen Bock hinzugehen. Und genau das ist das. Und genau das schreckt dann ab. Es ist diese Art, und das machst du alles, die mir gerade vermittelt, also die hat nicht die beste Zeit ihres Lebens. Das ist einfach nur alles gerade wahnsinnig anstrengend. Und was soll ich dann da? Und mal gerade auch, was sie für ein Produkt dann verkauft, ja? Und das muss man bedenken. Das ist jetzt eine Sparte. Ein Gesundheitscoach habe ich letztens noch gesehen auf YouTube, die mir erklären möchte, wie man durch die Erkältungszeit geht im Herbst, wenn diese jetzt nach dem Sommer wieder kommen würde. Und die sieht selber total krank aus. Ja, da kaufe ich doch nichts von. Und das sind alles Merkmale. Auf sich achten, das Beste rausholen, sich präsentieren zu können, angemessenes Verhalten, das fällt alles darunter. Das ist jetzt hier keine Marketingmasche, sondern das ist einfach die Information, du stehst dir oder du kannst dir mit deinem eigenen Verhalten, obwohl du es nicht weißt, obwohl du nicht weißt, was du falsch machst, selber im Wege stehen. Und das finde ich so sehr traurig. Und das betrifft nicht nur Frauen mit gerade Anfang 20, die eben noch nicht wissen, wie sie sich in verschiedenen Gesellschaften oder überhaupt im Alltag bewegen können und müssen und was dieses Verhalten über sie dann aussagt. Es betrifft jede Generation, es betrifft jedes Alter. Viele, viele wissen es nicht, weil sie nie diese Rückmeldung erhalten haben. Und darum ist es mir so sehr wichtig und ich fühle mich persönlich getriggert davon, wenn mich jemand in der Kamera über Insta angähnt, mit offenem Mund, merkst du, ich flippe schon wieder ein bisschen aus, dass das nicht geht.
Das ist, und es wird dir niemand sagen, denn niemand weist dich auf deine Fehler hin, denn das ist auch Knicke und darum muss es diesen Kurs jetzt geben. Und in diesem Kurs wird selbstverständlich nicht nur das behandelt, sondern so viel mehr. Alles baut aufeinander auf, alles ist die Aussage der subtilen Eleganz, Klasse und niveauvoll jedes Parkett und jede Gesellschaft leichtfüßig tanzen zu können. Viele wissen nicht, wie man eine Konversation betreibt. Viele wissen nicht, dass es eine Konversation, ein Austausch miteinander ist. Viele wissen nicht, dass da auch Zuhören zugehört, aber auch aktives Nachfragen, interessiert sein. Hol die Menschen doch in dem Moment, sind sie der einzige wichtige Punkt in deinem Leben. Gib doch dann alles, interessiere dich doch dafür. Es gibt kein Thema, wo ich nicht einen Anhaltspunkt finden würde, wo ich nachfragen könnte, dass dieser Mensch sich wertgeschätzt fühlt und, Achtung, super tolles Nebenprodukt, du auch noch etwas lernst. Wenn nur du redest, was willst du denn dann noch lernen? So, wenn ich aktiv zuhören kann und mir jemand so viel Interessantes und Spannendes erklärt, ja, das ist doch wundervoll. Und dann ist es doch logisch, dass diese Person gerne mit dir zusammen ist. Und kann man das denn dann nicht leisten? Und natürlich ist das immer ein Miteinander. Es ist niemals ein Gegeneinander, es ist niemals eine Einbahnstraße. Es ist immer ein Miteinander und ein Aufbauen. Und ich kann dir sagen, es gibt den einen Tag, da erzählst du mehr und es gibt den nächsten Tag, dann erzählt die andere Person mehr aus einem Netzwerk oder wie auch immer. Und darauf bauen sich Freundschaften auf und darauf zuhören, aktives Nachfragen, wirklich interessiert sein, das macht dich auch spannender. Und das wiederum, was du dann davon lernst, von Menschen, die dir erklären, wie ein Kolbenfresser funktioniert oder die dir erklären, dass gerade in der Türkei der Steuersatz verändert wurde, davon partizipierst du doch mit deiner Intelligenz, denn das ist doch schon wieder etwas, was du selber gelernt hast, wo du doch mit anderen wieder ins Gespräch kommen kannst und sagen kannst, meine Güte, ich habe letztens echt verstanden, wie ein Kolbenfresser funktioniert, das ist unglaublich. Wusstest du das, wenn du mit einem Mechaniker am Tisch sitzt? Weißt du, aktives Nachfragen, aktives Zuhören und auch aktiv sprechen und das Ganze in einem ganzen Kurs zusammengefasst, bin ich so froh, dass wir dies so auf den Weg bringen, das ist einfach bewegend für mich. Und ich glaube, in diesen 12 Minuten habe ich jetzt so viel davon erzählt und auch schon erläutert. Ich glaube, du kannst merken, wie wichtig mir das ist, wie sehr Menschen davon profitieren werden, wie sehr man selbst dadurch weiterkommen kann, nicht nur auf der Karriereebene, sondern und monetär, sondern persönlich wachsen kann, weil du verstehst, wie alles ineinander greift. Hast du dich schon mal gefragt, welcher Farbtyp du bist? Ja, super, richtig cool. Weißt du, wie du es unterbrechen kannst, dass du deine Lieblingsfarben doch tragen kannst? Hast du dich noch nie gefragt, welcher Farbtyp du bist? Dann mach das mal, das ist spannend. Und dann weißt du auch, warum du zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich ein wundervolles, rosanes, tiefrosanes Oberteil anhab, warum ich dann krank aussehe und das lieber nicht tragen sollte und dieses vielleicht mit einem weißen, sehr kühlen Ton unterbrechen könnte, zum Beispiel mit einem Kriegelchen. So, das wären dann schon mal ein paar Tipps kostenlos. Und ja, viele weitere spannende und hoch motivierende und informierende Themen gibt es dann im Kurs. Ich glaube, ich erzähle hier immer noch so ein bisschen über die verschiedenen Wochen. Ich möchte ja gerne einen ganzen Jahreskurs machen, wo in den verschiedenen Wochen immer verschiedene Themen bearbeitet werden, die ja dann aufeinander aufbauen. Und ich habe noch keine Ahnung, was es kosten wird. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Gestaltung sein wird mit der Zahlung. Aber ich weiß, also ich bin an dem Kurs dran und ich weiß, es wird bombastisch. Der Inhalt wird mega. Oder der ist halt jetzt schon, ich glaube, 30, 40 Videos sind jetzt aufgenommen. Und die Informationen sind Gold wert. Also, bis dahin mal. Ciao.